Die Botschaft. Mhm. Ah! Knoten. Ah. Ich hoffe, in der Botschaft gibt es weniger Gitarren. Da gibt es keine Gitarren. Glaube ich. Da gibt es ganz viele Leute. Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Plan B, Gäste, Kleid. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Okay, wenn also mich jemand anspricht, dann lass ich den Poltergeist frei. Soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Bis dann, Ryan. Wiedersehen. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Nein! Sei ganz natürlich und lächle. Wie schön, sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Du brauchst einen ruhigen Platz. Da, ganz einfach. Die Bühne. Also der wird ja nicht seine komische Gitarre abgeben. Nicht? Dann mache ich sie kaputt. Oh, schade, da habe ich mich. Wie sagt man so? Nein, deine Aufgabe ist es jetzt. Das fällt zu sehr auf. Nicht alles kaputt zu machen. Oh. Hier ist ein ruhiger Platz. Hinter der. Nee, doch nicht. Du willst dich hinter der Fahne verstecken. Da fällt das niemandem auf. Mischen Sie sich unter die Leute. Ich brauche einen ruhigen Platz. Setz dich doch. Hallo. Wie geht's Ihnen? Puh. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ja, ich gehe ja schon zur Toilette. Alleine? Ja. Nee, die hat ja mich. Den friedlichen Poltergeist. Jetzt aber da. Das ist seitlich aber weit ausgeschnitten. So ein bisschen. Die Schuhe sehen unbequem aus. Die Schuhe sollen nicht bequem sein. Aiden, bist du bereit? Manchmal. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Ist dir aufgefallen, dass ich unsichtbar bin? Ja. Aiden, du hast eine wichtige Aufgabe. Lass erstmal gucken, ob ich irgendwas kaputt machen kann. Das war komisch. Das war ein Speicherpunkt. Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Lalala. Nach unten.
Dann bewege ich mich hier nach oben. Hey. Pass auf, Aiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Ja, das habe ich gemerkt. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Lecker. Hamid, Mother Duff. Die Kameras. Ich habe gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. Nein, du hast gesagt, es gibt Wachen und Kameras. Du hast nichts von einer Reihenfolge erwähnt. Mann! Einer? Kuntu ala kulla shay'in ala ma yura. Ja, aber das hättest du dir denken können. Du. Kameras. Jupp. Das ist eine Kamera. Aber da komme ich nicht ran. Das ist blöd. Dann musst du eine andere Methode finden, diese Kamera zu umgehen und schädlich zu machen. Ich liege einfach durch den Spiegel. Das hat bisher immer geklappt. Ja, dann auf. Ab durch den Spiegel. Ging nicht. Ich muss den Wachraum finden. Alle umbringen. Ich weiß, das mag wie eine etwas übertriebene Lösung wirken. Vor allem ist sie nicht so schön unauffällig. Oh, guck mal, ich habe noch eine Toilette gefunden. Hey, du da. Hier muss es sein. Aiden, tu, was du musst. Tu, was ich muss? Ja gut, dann... Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Ablenken, sagst du. Ablenken kann ich gut. Kaboom! Ihr Rebbi! Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Hey, du da. Hey, du. Ich weiß, wir hatten gar keinen so guten Start, aber... Dann nehme ich lieber wen anders. Kannst du nur nehmen, wenn die, glaube ich, orange leuchten. Aber die leuchten nicht orange. Ja, dann musst du selbst rein. Voll blöd. Und bleibt keine Zeit! Ich hab alle Zeit der Welt. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Wenn ihn nicht so rumquengeln würde. Hier muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Boink. Das war schon mal nicht der Schalter. Ich glaube, das war nur so ein Block Papier. Ich habe gedacht, vielleicht liegt er drunter. Guck mal, ich habe einen Schalter gefunden. Betätige ihn. Oh nee, heute nicht. Boink. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Ich bin ein Geist oder so. Ich kann jeden Fingerabdruck der Welt imitieren. Beeil dich. Ich bin nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. R1 gedrückt halten? Ah ja, das kenne ich aus Heavy Rain. Ja, das ist gleich im Studio. Stimmt. Das sieht ungesund aus. Ein wenig. هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور
Ganz deiner Meinung. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Gern geschehen. Chef, ich glaube, es geht mir nicht so gut. Geh mal zum Waschbecken und wasch dir das Gesicht, danach geht's dir besser. Bin dabei. Könnte natürlich auch mit der blutigen Nase einfach rausmarschieren. Schlägerei auf der Damentoilette oder so. Kommt häufiger vor, als man denken sollte. Besonders in so einem Land. Chef, haben Sie von meiner Klobekanntschaft eigentlich die Daten bekommen? Oder muss ich das nochmal machen? Ah, das waren gar nicht die Daten, die wir gesucht haben. Kannst du das bitte nochmal machen? Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Lass uns gehen! Lass uns gehen! Da, ich bin der industrielle Superspion oder sowas. Oh, jetzt springen wir zurück zur Party. Ja, ich glaube, die kennst du schon. Ja, die hatte ich mal bei dir gesehen. Mhm. Es macht so Spaß, zur Party zu gehen. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettelst doch schon seit Wochen, du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenn doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Eben, es ist nicht mehr grünes Shirt. Lass uns fahren. Oh, das kam ein rotes Kleid an. Es gibt keinen Grund. Ja, siehst du, die halten mich bewusst von grünen Shirts fern. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Vielleicht finde ich da Freunde. Die braucht keinen Freund. Die hat hier mich, den Geist. Der versucht Leute zu ermorden. Ja. Mehr Freunde braucht man doch gar nicht. Die Geschichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird mir gefallen. Du bist so leise. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Okay, wir müssen Aiden nur bis 5 Uhr davon abhalten, irgendwen zu töten. Genau. Also, niemanden töten. Sachen kaputt machen darfst du, Leute erschrecken darfst du, okay. Haus in die Luft jagen darfst du, aber niemanden töten. Okay, ich darf so lange das Haus in die Luft jagen, während dabei keiner stirbt. Genau. Also, Leute in die Luft jagen, aber nicht das Haus explodieren lassen. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Yay. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn ab. Ich gehe dann hier unter die Treppe. Klar, Mann, was immer du willst. Schön. Da kann der Geist doch nicht so viel kaputt oder machen. Oder Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, so und so? Nein, Leute ermorden. Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Musik, okay. Also, Gitarre sollst du nicht spielen. Hast du eine Gitarre? Dann bin ich echt gut.
Country, Pop, Rock oder lassen. Aufstehen, ich höre, was ist denn Aufstehen Musik? Die Musik so lassen, wie sie ist. Ich mach Rock. So. Was für ein Gedudel ist das denn? Rock! Rückmal. Hey. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Nein. Ich bin für die Musik verantwortlich. Hey, dich habe ich mir gemerkt. Du bist echt fertig. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Nein, wir sind noch nicht alt genug für sowas. Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach 3 oder 4 Bier, da sieht die Welt völlig anders aus. Nein, ja, sie schwankt dann so. Eben, außerdem, ich kann mich anschließend an den Spaß erinnern, also verpasse ich ihn nicht. Hallo! Wo ist er? Da ist er! Jemand an der Klimaanlage? Das war super kalt. Frostbeule. Das war eine Vorwarnung. Ich tanze nicht. Wohl, hier komm! Ich zeige euch, wie richtig Tanzen funktioniert. Eben. Oh, ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Hä? Was hast du für Befürchtungen? Warum funktioniert das nicht? Also, ich hatte aber die Befürchtung, dass du gleich mit der ganzen Controller schütteln musst. Ah! Dann höre ich lieber mal auf, bevor es echt noch kommt. So, ich kann tanzen und ihr? Und du da? Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Süßes Geburtstagskind. Oder redest du mit wem anders? Nein, mit der Blöden, die meine Musik geändert hat. Ach so. Was will ich ablehnen oder akzeptieren? Das Getränk? Nein, danke. Nein, du sollst rauchen oder so. Puh. Sehe ich so aus, als würde ich rauchen? Du siehst wie ein braves, unschuldiges, liebes Mädchen aus. Eben, ich setze mich jetzt einfach hier hin. Ich beobachte euch. Eben. Und wenn ihr es am wenigsten erwartet, dann kommt der Psychogeist. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Hi, Matt. Ich habe dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin reserviert. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Hat schon wer angerufen. Klar. Wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Reserviert. Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Cool. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Hier. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Gitarre spielen und meinem Psychogeist Leute ermorden lassen. Ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Löffel verbiegen. Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Ich bin so geist. Nein, ist okay. Was machst du in Einheit 4? Ich weiß es nicht. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Nee, danke. Ich kann das wirklich nicht. Ist schon okay. Ich kenne das auch nicht so richtig gut, also.
Ich hab dich abgelehnt, du. Du. Blond-Typ. Das ist eine ganz schlechte Tanzhaltung. Eben. Okay, ich kann's nicht. Ich kann das nicht, selbst wenn ich wollte. Sorry, ich glaube, Tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Leute, Schultern gerade. Weißt du? Also es ist ganz weit weg von jeder vernünftigen Tanzhaltung. Das ist echt hübsch, weißt du? Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Du hast ihm gerade gesagt, er sieht gut aus. Ja. Ich will ihn vernichten. Nicht wie die anderen. Dann muss ich ihn erstmal in Sicherheit wiegen. Das ist was wirklich Besonderes an dir. So, jetzt ironisch. Das kannst du wohl laut sagen. Ich glaube nicht, dass er das kapiert. Also da gehören die Hände nicht hin. Hände bewegen. Und weggehen. So macht man das. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Junge, ich kenne dich 5 Minuten. Bitte. Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Oh ja, wer möchte sterben? Das wird der Knaller. Hat hier gerade jemand Jodies Super-Mega-Power gesagt? Okay, Jodie, dann zeig doch mal was. Akzeptieren, ablehnen? Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Okay, hier, obwohl, immer noch Rotschopf. Ich mach erst Geschenke auf. Du bist gleich alle. Love, alles Blödsinn. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Oh ja, ich liebe diese Runde. Ich möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Warum kann die sich keine Strings selbst leisten? Was ist das? Ein Buch. Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Okay, du bist tot. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, du bist auch tot. Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Hexenverbrennung? Hexen spielen mit? Hexen? Sie verbrennen. Eben, Hexenverbrennung ist super. Hexen verbrennen sehr gerne, Leute. Ich kann nicht. Au. Das ist jetzt natürlich blöd. Das ist so ein bisschen ganz blöd. Spuren Dunkelheit. Bring uns deine mächtige Magie. Oh. Lass das endlich den Geist raus. Bitte lass mich raus. Das war schöner, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Bitte. Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus. Bitte lass mich raus. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Schlangen. Ja, deshalb will ich ja mit dir. Ich will ja Aiden rauslassen. Der macht das schon. Ja, der macht das. No, jetzt komm. Komm, du weißt, dass du es willst, Mädchen. Ich bin so ein bisschen wie so der Teufel auf der Schulter in diesen alten Cartoons. Du weißt, dass du mich rauslassen willst. Hol mich hier raus. Bitte. Woo! Ich könnte sie natürlich rauslassen. Ah! Hey, ihr da! Ah. Ich hab's grad nicht weit gemacht. Lass sie raus. Psst. Muss ich die Party verlassen oder Rache nehmen? Ihr wisst doch alle, dass ich ein friedliebender Mensch bin.
Ich bin wirklich immer der Ansicht, Gewalt ist keine Lösung. Außer in Videospielen. Los, Aiden. Aidenzeit! So, wo ist mein Lieblingsopfer? Hallo. Hallo, du da. Du. Du kriegst. Noch nicht an. Du bist noch nicht an. Du bist gleich fällig. Ich glaube, irgendwas kannst du am Tisch machen. So Richtung Blondie. Oh, du kannst den Kuchen. Ihr wolltet die Kuchenparty, oder? Wisst ihr, was ein richtig cooler Kuchen ist? Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab dich gemacht. Außerdem habe ich gesagt, hier muss Rockmusik laufen. Da. Hey, wartet. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Ah. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Nein. Wartet auf mich. Weil der Kuchen explodiert. Ja, das ist Wahnsinn. Sie fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein Grund zur Panik. Was? Kein Grund zur Panik? Was ist damit? Leute, habt ihr das gesehen? Die Lampe ist weggeflogen. Wartet, ich komm mit. Ich will nicht allein sein mit der wegfliegenden Lampe. Ist, hey, du da! Was war das? Weißt du, wer auch furchtbar war? Wo ist er? Ich würde erst mal ihr Telefon da sein, Jodie. Hörst du mich? Die rennt immer wieder weg. Ich meine ihn. Ach, Blondie war hier gerade. Die hat sich wieder verdrückt. Hallo. Blondinchen. Möchte gern cooler. Da. Hey. Hey, weißt du schon das Neueste? Ich will auch. Alle blöd. Hilfe. Hey, was alle blöd zu meiner, was auch immer. Trägerin, Wirtin. Ja, Ballons! Hilfe! Ich bleib nicht hier! Lass wartet! Happy Birthday! Kugeln braucht keiner! Die sind so. Ihr sagt mir, meine Sachen, ihre Sachen sind antik, aber ihr habt eine Disco-Kugel! Es reicht ein. Du weißt, dass du mein Lieblingsopfer bist, ne? Komm schon, wir gehen! Oh! Oh. Wie wär's mit? Du musst aufhören! Nein! Oh, oh, oh. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Wie gesagt, ich, wenn man mich einmal dem Psycho spielen lässt, dann höre ich auch nicht auf! Nein, 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 du musst keinen anrufen! Du sagst, es reicht! Komm, wir gehen jetzt! Schick, schick! Du bist K.O. Wie seid ihr denn da rausgekommen? So, ihr zwei war es das Besondere. Geht es dir gut? Mein Gott, was ist passiert? Viva! Es ist ihre Schuld! Was? Nein, ich war unterm Schrank eingesperrt. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich war nicht im Zimmer. Vor allem, es hat sich niemand drum gekümmert, ob sie noch unter dem Schrank sitzen täte. Nein, warum auch?